Servus, Freunde, und herzlich willkommen bei einer weiteren Folge Gothic 2 und die Nacht des Raben. In der letzten Folge haben wir Hoshpak besiegt und haben einiges an EP verloren. Lebenspunkten verloren. Warum sage ich eigentlich immer EP? Ja, wir haben Experience Points verloren, als wir gekämpft haben. Wir haben Experience Points verloren. Aber wir haben Alriks Schwert gefunden. Ferals Schwert haben wir gefunden. Hier, ich habe dein Schwert. Ich habe dein Schwert gefunden. Danke, ich stehe in deiner Schuld. Als Dank werde ich dir zeigen, wie du mit ein paar Tricks deine Kraft und dein Geschick im Kampf besser nutzen kannst. Oh du, nee, da passe ich. Oh nee, du, da passe ich lieber. Ich habe ja keine Punkte. Ingor, was hast du anzubieten? Mein junger Freund, wie laufen die Geschäfte? Wie laufen die Geschäfte? Beschissen. Die Paladine wollen einfach nichts kaufen. Wie steht's mit dir? Brauchst du noch irgendwas? Gib mir alles, was du hast. Zeig mir deine Ware. So. Armbrüste! Drachenjäger-Armbrust. Ah, schwere Armbrust. Oh, shit. Fuck. Erstmal verkaufen wir das. Wir verkaufen das. Verkaufen das. Dann sind wir bei 10.000 Gold. Ja, komm. Ich mach kurz die Augen zu. Schwere Armbrust. Und 5 Stärkepunkte zu wenig, das ist der Oberhammer. Nee. Oh Gott. Und dabei dachte ich jetzt eigentlich, dass ich mit der, da ich ja Meister bin im Armbrustschießen, dass ich, ein bisschen mehr Schaden mache. Jo, für Innos, Freunde. Warum ich jetzt in Mitternacht bin, ist, weil wir doch jetzt den einen Typen da treffen wollten. Ah, da ist er. Hallo, Gerold. Da bist du ja. Also, was ist jetzt? Hast du was zu essen für mich? Ja. Ja, du kriegst Wurst. Ein Stück Wurst? Klar. Her damit. Hast du noch mehr? Wie wär's mit einem Stück Käse? Wie wär's mit einem saftigen Stück Käse? Klar. Her damit. Hast du noch mehr? Uiuiui. Schinken? Ich kann dir diesen Schinken geben. Klar. Her damit. Hast du noch mehr? Ja, Fisch? Ein Stück Fleisch? Ah, Fleisch, klar. Sorry. Her damit. Hast du noch mehr? Was mit der Fischsuppe? Ich denke, eine gute Suppe könnte dir schmecken. Ja, mehr, mehr. Ja, Wurst? Ein Stück Wurst? Ja, mehr, mehr. Vielleicht noch eine Suppe? Ich denke, eine gute Suppe könnte dir schmecken. Ja, mehr. Hey, der hat nichts mehr zu sagen. Ja, mehr, mehr. Ich kann dir diese... Ja, mehr. So, dann gebe ich ihm jetzt nur noch Fleisch. Oh, ich gehe dann besser, bevor man uns sieht. Ich dachte, der babbelt nur wieder so. Der hat wahrscheinlich gesagt, oh ja, jetzt bin ich satt. Komm morgen nochmal wieder. Das töte ich dich. Aber wir haben gerade 450 Gold bekommen. Das ist eine ganze Menge. Damit lässt sich schon mal was anfangen. Damit haben wir schon mal wieder ein gutes Viertel von der Armbrust wieder drin. Finde ich super. Die Armbrust, die wir noch gar nicht anlegen können. Weil ich Depp darauf nicht geachtet habe. Aber hey, was soll's. Theoretisch bin ich sogar im Armbrustschießen mittlerweile besser als im Schwertkampf. Hey du da, ich will meine Fähigkeiten verbessern. Zeig mir, wie ich meine... Ein guter Kämpfer muss lernen, seine Fähigkeiten direkt auf seine Waffe zu übertragen. Da hast du vollkommen recht, mein Freund. 20 Lernpunkte für... wie viel habe ich? Nicht 20. Ja, gut. Ja, ganz genau, das ist doch alles nur Gerede. Apropos, ich wollte Einhandkampf mir jetzt hier verbessern, glaube ich. Oder ich warte noch. Sheet Chrome. Aber wir können jetzt noch hier oben Uda sagen, dass wir seinen Kollegen gefunden haben. Hey, you. Hey. Ich habe Zengrad gefunden. Ich habe Zengrad gefunden. Wirklich? Wo ist er? Er ist tot. Hier ist seine Armbrust. Er hatte sie bei sich. Er muss sich die Armbrust zurückgeholt haben, ist aber dann doch wohl von den Orks erschlagen worden. Verdammter Narr, ich wusste es. Wir werden alle sterben. Jung, hey. Sei nicht so deprimiert. Du stirbst als Letzter. Mhm, Tandor. Zeig mir deine Ware. Zeig mir deine... Was ist das denn? Ich gar nicht mal so schlechter Ding, aber das bringt mir nichts. Bastardschwert Ork schlechter. Ich brauche unbedingt Stärke, wuss. Ich muss mal gucken, wie ich meine Tränke da brauen kann. Apropos gucken. Ich hatte ja mich letztens gefragt, was das mit dem Briodrian auf sich hat, dass der da so liegt.
Das habe ich nachrecherchiert. Und zwar gibt es einige Charaktere, die in einem Gebiet nicht mehr gebraucht werden. Denn die spawnen die nicht einfach. Die sterben und dann despawnen die. Und werden in so einer Höhle abgelegt. Das ist so eine NPC-Totenhöhle. Nein. Ah, nein. Ich habe Nein gesagt. Schwere Orgax. Du wagst es mir zu drohen? Hi, ihr Wagis. Ihr seid doch nett und so. Ja. Oh, ich kann einen einzeln. Du lässt mich hier gefälligst. Aber wieso mache ich denn so wenig Schaden an dem? Hey, ihr habt doch wohl einen Kollegen gerochen, oder? Wahnsinn. Kriegt man hier Schaden an euch? Wahrscheinlich nicht. Und wenn dann nur minimal. Oder gar keinen. Oh, ein bisschen Schaden mache ich schon, aber ziemlich wenig. Die greifen mich hier unten nicht an, das finde ich super. Hup. Das finde ich grandios, dass sie mich hier unten nicht angreifen. Ihr Noobs. Also eigentlich eher gemein von mir. Ich mache mal ein paar Kämpfe hier. Bestimmt noch mehr auf mich warten. Und ich werde mal gucken, wie weit ich hier komme. Mhm. Kann ich die nicht locken hier? Doch, geht. Doch. Komm schon. Jawoll. Nein, du greifst mich nicht an. Haben wir uns verstanden? Du nicht. Du Pieselkopf. Ey, gibt's doch nicht. Nein. Oh. Das war jetzt echt mies von mir. So. Zack. Oh. Was ist denn das? Das ist eine Arena unten. Boah, vier Typen. Wie soll man denn vier auf einmal töten? Das ist der Oberhammer. Bin ja schon mit dreien völlig überlastet. Teilweise sogar mit zweien. Denk mal, wenn ich eine bessere Rüstung habe, dann komme ich da auch durch. Ich habe so viele Fische. Wo hab ich den ganzen Quatsch her? Ja, gut. Kann ich nicht noch einen Ring mit Stärke anlegen? Ein Handschwertkampf. Stärke, Bonus, Stärke. Warte mal. Jetzt, ich speichere nur mal ganz kurz. Nur um mir das mal kurz anzugucken. Mhm. Wenn ich jetzt quasi die hier lese, die beiden. Na, das hier. Plus 2. Plus 4. Dann sind wir bei 6. 12. Dann müsste ich jetzt über 70 sein, ne? Über 70. Dann habe ich relativ viel Stärke jetzt. Dann kann ich den verlieren. Bin jetzt aber immer noch Übermeister. Genau, bin bei 62. Wunderbar. Und kann auch die Armbrust jetzt tragen. 2 Stärkepunkte zu wenig? Wieso habe ich 2 Stärkepunkte zu wenig? Ach, der macht nur plus 3. Ich dachte, ich habe noch einen, der plus 5 macht. Mana Bonus, Geschick. Schutz vor Waffen. Nee. Na gut, dass ich gespeichert habe, ne? Hätte ich mir jetzt ordentlich. hätte ich dann ordentlich verhutzelt. Oh, wie viele? Da sind noch 2, die kriege ich schon hin. 2 sind easy. Wo laufe ich eigentlich gerade hin? Was habe ich vor? Will ich einfach nur ein bisschen EP schnubbeln? Vielleicht kriege ich den einen hier reingerabbelt und der eine läuft außenrum? Naja, die sind beide intelligent. Leute, wir können doch alles verbal irgendwie lösen, oder? Es ist doch jetzt gut! Oh, ich hab doch gerade abgewehrt. Meine Güte. Ey, macht's einem auch nicht leicht, ne? Die denken sich, ne? So einfach gebe ich mich nicht geschlagen. Aber schlussendlich bin ich doch der Bessere. Und ihr müsst euch geschlagen geben. Ich muss auch mal lernen, wie ich bessere Heiltränke herstelle, hallo? Und ich bin gespannt, wann uns hier die ersten Suchenden über den Weg laufen. Ich wollte mich eigentlich mal rund um die Burg ein bisschen umgucken. Gucken, ob ich mal so ein paar Orks getötet bekomme, die hier noch rumborduseln. Und schauen, ob hier vielleicht noch ein paar nützliche Sachen liegen. Hier zum Beispiel liegt nichts Nützliches. Ist hier irgendwas? Hab ich gerade ein Schaf gehört? Was war das?
Ja, leck mich am Arsch! Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, Leute! Ihr macht schreckliche Fehler! Ich mache einen schrecklichen Fehler. Warum bin ich da runtergelaufen? Da lag aber ein silberner Ring, den hätte ich gern. Oh, die da oben habe ich alle gelockt. Oh, ich bin so tight. Ich lasse mir ja von niemandem was sagen, ne? Die kommen aber an, die Pfeile, ich sehe es doch. Ja, Pfeile sind es ja nicht, sind ja Bolzen. Freck. 300 DP. Ah, ich hätte gern die... Ich hätte gern, dass ich alle töte. Habe ich irgendwas dabei, womit ich hier vielleicht ein bisschen Action machen kann? Ja, Goblin-Skeletter schaffen. Ja, Wahnsinn. Verwandlung in Schattenläufer ist auch nicht so das Wahre. Guck mal, ob da unten irgendwas liegt. Dann gehen wir auf der anderen Seite mal weiter. Serious? Nope. Gehen wir hier links rein. Au! Klipper, klipper. Klipper, klipper. Lederbeutel. Den nehme ich gerne mit. Gorns Lederbeutel. 250 Gold. Ja gut, danke Gorn. Ich halte ihn in Ehren. Vielleicht finde ich noch mehr Lederbeutel hier unten. Ah, hier oben sind Orks. Da ist ein Ork-Elite. Mit den da zwei da vorne würde ich fertig werden. Ich laufe ja relativ nah bei der Burg gerade. Leute, macht keinen Scheiß. Hey, du Hutzi. Habt ihr Schaden bekommen? Ah, zu wenig Schaden. Du hast zu wenig Schaden bekommen. Doch, der denkt sich gerade, der kann mir hier ordentlich den Rücken hacken. Das schafft er auch. Du mieser Penner. Och, du bist doch so eine asoziale Potzerei. Oh, ey, nur weil ich mich so echt beschissen hingestellt habe. Ach. Wo hab ich denn jetzt hier geladen? Ihr seid doch alle tot. Naja, der Hutzelmann da drüben natürlich nicht. Jetzt muss ich noch Gorns Lederbeutel nochmal holen. Wahnsinn. Leck mich. Stirb. Stirb. Ich glaube, mit der Drachenjäger-Armbrust, oder schweren Armbrust auf jeden Fall schon mal wäre ich wesentlich besser dran. Warte mal. Wie viel Schaden macht denn die jetzt hier? 120, 150. Ja, ich weiß nicht, ob ich jetzt so viel mehr Schaden mit der machen würde. Ohne Schmarrn. Aber ich wüsste auch nicht, was ich jetzt außer Schwert, Armbrust und Stärke noch hochpushen sollte. Jetzt hier den Lederbeutel noch schnell aufkraxeln und dann haben wir was ich denn noch aufsammeln sollte. Da gibt ja im Prinzip nichts weiter, was ich brauche. So akut. Bloodwinds Kopf haben wir auch noch dabei. Irgendwo muss man hier Gorns Lederbeutel sein. Da? Ja. Also irgendwo müsste doch theoretisch... Ah, jetzt habe ich den Faden verloren. Ihr dummen Penners. Kann ich euch nicht hier unten schon abschießen und ihr fällt dann runter und ich kann euch töten? Nope. Ah, es sind leider das. Und da hier links sind Scheiße. Ich glaube, das schaffe ich erst, wenn ich ein bisschen bessere Rüstung habe. Schaden mache ich genug, das ist außer Frage, aber ein bisschen stärker muss ich sein. So, dann gehen wir mal hier links oben lang und ich guck mal einfach auf der Karte. Der hat ja gemeint, im Sumpf. Und der Sumpf ist ja links von dem Ding. Also werde ich mal so Richtung Marcos gehen, um da mal zu gucken. Ah, nehmen wir mal die Armbrust vorweg, um zu spähen. Was ist das? Ne! Ihr Wargis! Ne! Also sag ich einfach mal nein! Nein! Ihr seid blöd! Weißt du, manchmal... Oh, ihr könntet mich echt noch besiegen, das ist ja Oberhammer. Da passt man einmal nicht richtig auf und denkt sich, oh, ich laufe da einfach mal rein und mache ich alle platt und dann... ich mach dich platt. Jung. So, trink, 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 trink! Wahnsinn! Rennst du weg vor dem Schattenläufer oder rennst du gerade auf mich zu? Habt ihr gerade den Schattenläufer? Dein Kollege ist an mir vorbeigewatscht, ne?
ist ihm auch bewusst. Hast du gerade einen Heiltrank genommen? Du mieser Penner. Nix hier mit Heiltrank nehmen. Tod ist tot. Ah, die können auch verdammt schnell zuhauen für ihre Größe, ne? Oh, die haben mir meine EP für den Schattenläufer da hinten geklaut. Na, hoffentlich haben sie den nicht geplündert. Ah, da ist noch einer, also von daher. Geht schon klar, Freunde. So, ich trinke jetzt aber mal zu Ende kurz. Wo kommen die Orks eigentlich gerade her? Ich bin doch letzte Mal, als ich hier war, da bin ich ja hochgegangen, da war keiner. Und jetzt plötzlich over 9000. Ja, ich würde gerne den Schattenläufer ins Target nehmen. Pupf, 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 pupf. Ah, dachte ich mir schon. Was ist denn mit euch? Irgendwas. Ah, die greifen noch einen Schattenläufer an. Aber meine Schattenläufer. Hey, Waage. Du stirbst jetzt. Jetzt. Du stirbst. Okay, der stirbt nicht. Du stirbst aber jetzt. Zack, zwei, drei, drei und tack. Ich glaube, die haben sich da auch ein bisschen verbuggt. Hä? Ich gehe sie gleich mal befreien. Nur mal kurz speichern. Hallo, Freunde. Onkel Troff kommt schon. Ihr seid echt bescheuert, ne? Also mal nett von euch, dass ihr auf mich gewartet habt, damit ihr jetzt verrecken könnt. Also egal, was ihr da gemacht habt. Du hast dich von der Herde getrennt, das war ein Fehler. Hallo. Oh, ihr habt mich doch wohl jetzt nicht hoffentlich alle gesehen. Nö, ihr habt mich jetzt nur der Schnäppi gesehen, ne? Ja, komm hoch jetzt. Hallo. Natürlich haben mich jetzt alle gesehen, ne? Na, der Oberhammer. Na, das Fresschen. Leute, das Fresschen. Ja. Da. Ein Warg. Alles klärchen, den haben wir. Freunde der Nacht da oben, ne? Ihr denkt euch wohl, ihr könnt euch meine Beute unter den Nagel reißen, aber... Na, so ist es nicht. Es ist nicht ganz so leicht. Na, okay, vielleicht ist es doch ganz so leicht. Da oben sind jetzt nämlich zwei Drachensnapper. Ich ergebe mich. Ich habe ihn ja gelootet. Ich gebe mich zufrieden. Ausnahmsweise. Ah, ja, schon wieder zwei, ey. Nein, nein. Aus. Du bist ein böser Hund. Du bist auch ein böser Hund. Mensch. Ich dachte jetzt, ah gut, einmal lang gelaufen und der Weg ist immer frei, aber nee. Nee, ist nicht. Der Weg ist erst frei, wenn ich wieder mal alles getötet habe hier. Frag mich, ob man hinter die Palisade kommt. Bestimmt. Irgendwie kommt man da hin. Gehen wir da erstmal. Sind da drüben wieder Lurker? Ah, hier sind Lurker. Da drüben auch? Sieht nicht so aus. Hey, Lurker. Du bist tot. Da. Natürlich, den treffe ich dann auf Anhieb, ne? Alle anderen, na, vielleicht, mal gucken. Aber den treffe ich sofort. Da sind... Oh Gott, nicht zu nah ran, nicht zu nah ran. Nein, ihr habt mich nicht gesehen. Ihr habt mich gesehen. Ihr seid ja ein paar Typen. Ich glaube, als Magier wäre das Ganze jetzt schon ein bisschen leichter. Natürlich hast man als Magier dann die Arschkarte hier. Wenn man dann im Nahkampf gelandet ist, dann hat man nur sein kleines Kampfstäbchen. Und kann nicht sonderlich viel damit machen. Ja gut, dann haben wir den erstmal erledigt hier. Zwei Orks, nochmal ein paar... 600 EP war das, glaube ich, ne? Ja, stirb. Jung, mach keinen Quatsch. Geh einfach sterben. Da steht auch noch ein Wolf oben. Nein, du stirbst. Ganz einfach. Obwohl ich auf die Blutfliege ziele, stirbst du. Die auch stirbt. So. Haben wir's. Ganz einfach.
Gibt's überhaupt Suchende? Ist da nur einer? Nein, sind ganz viele. Da wollte ich gar nicht lang gehen. Kann ich den Orkeliter da alleine holen? Das wäre doch mal eine mögliche Idee, ne? Hallo? 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 Hallo, du da? Ich habe ihn getroffen. Aber nicht nennenswert. Du nervst. Einfach, du nervst mich. Geh mir aus dem Weg. Du Lump. Das ist ein orkisches Kriegsschwert. So, solche Typen kriege ich mit einem Schlag, also mit ein paar Schlägen in den Arsch. Aber weißt du, der Rest, so Drachensnapper, die haben's voll faustdick hinter den Ohren. Ich glaube, die mögen mich auch nicht, die Drachensnapper. Die lassen das schön ordentlich, die zeigen das auch. So, durchs Wäldchen dadurch oder am Wäldchen vorbeischwimmen? Durchs Wäldchen, am Wäldchen vorbeischwimmen. Na, 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 ich überlege gerade. Vielleicht einfach, da ist eine Höhle links. Da geradeaus zu ist eine Höhle. Sehe ich doch. Dann gehen wir hier einfach rechts hoch. Und gucken mal, was wir da so reisen können, ne? Ist da irgendwas Böses? Das ist bestimmt irgendwas Böses, was ich jetzt gerade nicht sehe. Aber irgendwas wird mich töten wollen. Das habe ich im Minental schon... Habe ich raus. Egal, wo du lang gehst, alles will dich töten. Okay, ist da was? Hallo? Warum sind Kräuter? Mal voraus spähen. Drachens. Na, warum auch nur einer, ne? Einer wäre ja, wär nicht schon Überfluss genug. Nur, es müssen zwei sein. Aber hier oben ist was. Hier oben war ich nämlich nicht, ne? Heilpflanze, Heilkraut, Heilpflanze. Aha. Ja. Nehmen wir erstmal alles mit. Ich habe auch ewig schon keine Drachenwurzel mehr gefunden, ne? Kundisch sehen. Oh, die Spiegelung im Wasser sieht einfach so fantastisch aus. Also, gefällt mir immer noch sehr gut, das Pack, was ich da installiert habe. Heps. Ihr seht uns nicht. Heppa. Oh, da sind noch Lurker. Und da sind Goblins. Und mal wieder einfache Mobs. Hey. Nein, ihr seid... Nein, du bist tot. Und da hinten sind Feldräuber, geschützt durch ein paar Orks. Na, super. Na, klasse. Ich richtig Bock zu. Ups. 10 Gold, immerhin. Streitaxt. Ich streite aber nicht gerne. Aber die Axt nehme ich trotzdem. Heilkraut. Aha, nochmal Heilkraut, okay. Ja, den gehen wir hier mal am Fluss entlang. Ich denke mal, das wird am ungefährlichsten sein, oder? Es ist gut. Schnauze. Oh, ich finde das schön, dass da noch ab und zu so ein paar Easy-Mobs rumlaufen, die du einfach mal so wegklatschen kannst. Hallo? Ah, 4 Stück auf einmal. Ob ich die schaffe? Ich weiß es ja nicht. Die machen bestimmt einen scheißen Schaden. Na komm schon. Boah, das war ein echt harter Kampf. Das war so, oh. Puh. Oh, hier sitzt einer. Und was der uns zu sagen hat, werden wir in der nächsten Folge erfahren, wo wir vielleicht nicht so viel failen. Oh, die Sonne hat sich gedreht. Ja, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.